Was geht hier vor? Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei The Witcher 3. Ich bin einfach nur wieder zurückgegangen und ja, keine Ahnung. Irgendwie. Ah, das seid ihr Viecher. Okay, okay. Dann würde ich sagen, Igni, Leute. Igni. Es sind Insekten immerhin. Auf welchem Level seid ihr? Level 26 oder so. Tja. Und wie jedes Insekt hasst ihr einfach, wenn ihr brennt. Sorry. Wie viele von euch leben hier eigentlich? Ja, das frage ich mich eben auch. So. Voll durchbrennen mal. Autsch, 3 Sekunden vergiften. Oh. Bist auf jeden Fall besser als deine Karnickel hier. Dann kann ich sogar. Nein, kann ich noch nicht. Weil der steckt sein Schwert indirekt nicht weg. Violette Kugel. Wie geil. Aber echt nicht schlecht. Folge den Spuren des Monsters. Was? Das war's noch nicht. Ich dachte, das wär's eigentlich. Aber. Okay. Nach da hinten kann ich nicht. Irgendwie. Von da oben kommen wir. Oder nicht? Ja, da hinten fiel die Scheiße zu. Das war gar nicht mal so cool. Ah, jetzt geht's. Wenn ich wieder raus wollte. Ah. Ich dachte mir schon, wozu ist die Höhle denn gut, Leute? So. Seht ihr? Eine Neckarpfote. Ausgehöhlt wie ein Stiefel. Jemand hat ihn beim Rennen verloren. Die Sache wird interessanter. Oh ja. Jetzt auf jeden Fall. Neckarpfoten und ein Menschenfuß. Klein von einem Kind, eindeutig rennend. Hier seht ihr wieder zu Beweis, wir sind immer noch am selben Ort. Aha. Finde ich sehr klasse. Hier sind wir im Raum von vorhin. Also vom letzten Part. Ach komm, Geralt. Wer würde an so einem Ort Bilder aufhängen? Ein Kind vielleicht? Sieht aus wie von einem Kind. Oder von jemandem, der eine fürchterliche Klaue hat. 2 Stöcke über den Schultern. Das soll wohl ich sein. Ist das ein Wagen? Und hier hätte mich fast der Felsen zerschmettert. Neckerspuren beim Felsen. Jetzt weiß ich, wo die herkamen. Muss nur noch rausfinden, wer sie hinterlassen hat. Diese Kugeln auf Stöcken sind Endriagas. Die sollten mir wohl das Licht ausblasen. Insgesamt schon ein ordentlicher Plan. Das dürfte der Treffpunkt sein. Dieser ganze Überfall war wohl eine Gemeinschaftsarbeit. Von wem wohl? Zeit, dass ich die Witzbolde treffe. Das ist meine Rede.
Was ist denn das? Ein Necker. Von irgendwas Riesigem zerrissen. Dann hat ihm jemand die Beine abgeschnitten. Au. Ach, die Bilder kann man jetzt ja nur wieder angucken. Okay, kann man jetzt hier raus? Ja, klar. Jetzt darf man einfach hier raus. Vorhin war alles zu. Klar doch. Ach, Necker. Necker, ihr kommt vom Bäcker und seid einfach nur Entdecker. Mehr nicht. Oh Mann, was für schlechte Rhymes, aber hey. Ey, seid ihr mutiert? Ihr habt doch. Ey, das, die sind doch mutiert, ey. Gegen solche habe ich doch noch nie gekämpft. Nicht meines Wissens nach. Was zur Hölle geht hier ab? Neue Mission? Was? Hä? Hey, weißt du was, Necker? Geh mir nicht auf den Sack. Kleines blaues Muttergehen. Kann ich immer wieder mal gebrauchen. Kannst du mal dein Schwert wegstecken? Nur so. Ach, Zieglein. Zieglein, Zieglein an der Wand. Wer ist die geilste Ziege in diesem Land? Ich denke, das wäre wohl ich. Ey, weh, du stirbst jetzt, nur weil ich hier über den scheiß Berg will. Ansonsten reagier einfach. Ohne Witz. Reagier einfach. Ah, haben wir es? Oder? Sieht fast so aus. Hier muss es sein. Welche Witzbolde wollen uns an... Ihr könnt rauskommen. Ich habe euren Plan gesehen. Außerdem kann ich euch hören. Einer von euch pfeift wie ein kaputter Blasebalg. Ein anderer hechelt panisch wie ein Reh in der Falle. Und der dritte braucht was für den Hals. Ich empfehle Thymian. Würde mir mal jemand erklären, was hier los ist? Du bist da und wir sind hier. Das ist los. Diese Situation kann ich rasch beheben. Kein Hexenbrei, Schleck. Oder Polly macht aus Hexerling Hexermus. Genau. Wir haben dich gefangen. Du bist unserer Gnade ausgeliefert. Und wir sind gar nicht gnädig. Ein Göttling. Ich könnte mich einfach umdrehen und... Poldi sagt, Hexer hält die Klappe. Oder Poldi macht Mus. Da frage ich mich, warum er noch kein Mus ist. Ihr solltet ihn umbringen. Was? Davon war nie die Rede. Überhaupt nicht. Wir sollten ihn nur erschrecken. Wir grässliche Hexer gruseln. Fasst uns nicht an. Ich glaube, das habt ihr missverstanden. Er ist ein Mörder. Wie alle Hexer. Wie der, der meine Adalia umgebracht hat. Nein. Tut mir ja leid wegen deiner Freundin. Uns allen. Aber dieser Hexer hat sie nicht umgebracht. Wir können ihn ja nicht für die Verbrechen eines anderen bestrafen. Ja. Der hier hat selbst genug verbrochen. Angeblich hat er in Toussaint einen Korret getötet. Aber einen goldenen Drachen hat er verschont. So. Und Verena? Die Bruxa mit der Vorliebe für blaue Rosen aus Nazair? Die hat er nicht verschont. Verena hat diverse Unschuldige getötet. Ich musste was tun. Ich habe auch schon vielen Monstern geholfen. Ach, welchen denn?
Salma, der Succubus in Novigrad. Ich habe sie gehen lassen, obwohl ich wusste, dass sie Wachen getötet hatte. Du meinst, selbst wenn ein Monster wen umgebracht hat, tust du ihm nichts? Wenn es gute Gründe gab? Ja, ja, kann vorkommen. Ja. Mach dich nicht lächerlich. Das reicht hinten und vorne nicht. Wir sind nicht nur... Wir sind... Vor kurzem habe ich einem Doppler in Novigrad das Leben gerettet. Er hatte Essen für die Skoyatel geklaut. Ich habe auf eine dicke Belohnung verzichtet. Da bin ich froh. Es gibt nicht mehr viele von uns. Siehst du? Er ist gar nicht so verkehrt. Lassen wir ihn ziehen. Ja. Ziehen lassen? Jetzt? Damit er uns verfolgen und schlachten kann? Wenn ich das wollte... Ich töte keine vernunftbegabten Wesen. Lügner! Alle Hexer sind Mörder! Nein! Ich töte Monster, das stimmt. Das ist mein Beruf. Aber nur, wenn sie Menschen bedrohen. Du hast uns! Doch alle! Nein, Menschen immer noch nicht. Euch alle, weil sie euch nicht kennen. Sie wissen nicht, wer von euch gefährlich ist und wer nur in Frieden leben will. Genau. Zwischen euch und den Menschen stehen nur wir Hexer. Wir kennen und schützen beide Welten. Wir töten die gefährlichen Monster, damit die Vernunftbegabten leben können. Oh ja. Das sagst du jetzt, weil du Angst hast. Du weißt, dass wir stärker sind. Nein, ich bringe euch alle um, wenn es sein muss. Seid ihr nicht. Ich hätte euch jederzeit töten können. Ich glaube ihm. Lassen wir ihn in Ruhe. Ich bin auch dafür. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Hexerling gehen lassen. Trottel, naiv wie Frischlinge, ein gerechter Hexer, ein freundlicher Hexer, ein Lügner. Er tut nur so, alle Menschen lügen. Nein. Lass es gut sein, das führt zu nichts und Adalia bringt es dir auch nicht wieder. Ha! Zurückbleiben, das mache ich alleine. Nein. Machst du nicht. Du bist ein Werwolf, also muss ich mit dir mit Gwen arbeiten. Ansonsten killst du mich. Autsch! Ich wollte eigentlich Gwen einsetzen zuerst. Nein. What? Komm schon. Ja. Sind wir fertig? Aber wie es denn weitergeht? Ja, komm. Nö. Wie es denn weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich weiß, der Part wird ein bisschen kürzer. Aber wir haben ihn besiegt. Den guten Auftrag, der vermisste Sohn. Können wir speichern? Ja, wir haben gespeichert. Ja. Das war eine geile Folge, muss ich sagen. Da sieht man auch wieder, wie eigentlich auch die Menschen ticken. Alle sind gleich. Die meisten sind so und denken, ja, alle sind gleich und stecken alle in dieselbe Tonne. Dabei ist es wirklich nicht so. Wir haben wirklich, bei uns stimmt es wirklich, dass wir, sofern es denn die Möglichkeit gab, sie zu verschonen, haben wir es auch getan. Also, außer... Ja, es waren böse, eben nicht Vernunftbegabte, dann haben wir sie getötet. Genau so. Geralt und ich sind eben eins in dieser Hinsicht. Und ja, mit diesem Schlusswort, bis zum nächsten Mal. Tiddle.